Man musste sich warm anziehen, wenn man heute ein Fußballspiel besuchen wollte. Bei Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt fanden schließlich doch 4200 Zuschauer den Weg ins letzte Grundstadion. Schließlich kam mit den Young Boys ja eine Mannschaft, die zuletzt auch auswärts sehr gut aufgespielt hatte. Bei FCZ-Trainer Timo Konitzka gehören Sorgenfalten zum Alltagsgesicht. Die vielen Verletzten könnten beinahe selbst eine Mannschaft zusammenstellen, sodass für die Meisterschaft das letzte Aufgebot auf dem Platz stand. Und dieses letzte Aufgebot kam schon nach einer Minute zur ersten Chance. Nach Landolts Freistoß verpasste Shane Rufer aber diese Gelegenheit. Schon bald stellte sich heraus, dass die Berner spielerisch Vorteile besaßen. Ihre Angriffe liefen flüssiger. Und die Folgen davon ergab sich in der fünften Spielminute. Plötzlich stand Jajciner ganz alleine vor dem Tor. Die Gäste führten 1:0. Das Pech für den FCZ fand seine Fortsetzung. Schon in der 17. Minute musste auch Jan Berger verletzt vom Feld, für ihn kam Marcel Stoh. Gefährlich waren die Zürcher fast ausschließlich nach ruhenden Bällen. In der Folge dieses Eckballs in der 18. Minute wollte Hechler einen Penalty gepfiffen haben. Schiedsrichter Schlupp, der direkt daneben stand, sah es ganz anders, er verwarnte Hechler für dessen Schwalbe. Freistoß Dickel in der 25. Minute. Libero Landolt war aufgerückt, 1:1. Wieder die Kombination Freistoß-Kopfball war's, die zum Erfolg führte. Dass der Brite John Linford ein Stürmer ist, der einiges austeilt, weiß man inzwischen. Aber der Mittelstürmer des FCZ muss auch einiges einstecken. Jajciner wurde für dieses Foul verwarnt. Und Linford steckt nicht nur ein, er schießt auch ein. In der 32. Minute zum 2:1 für den FC Zürich. Genau wie beim Ausgleich 7 Minuten vorher war wieder ein Freistoß von Bickel der Ausgangspunkt. Bei Halbzeit führten also die Zürcher mit einem Tor Vorsprung. Diesen Vorsprung wollten die Berner so rasch wie möglich aufholen. Vor allem Nilsson erarbeitete sich einige Chancen, aber wie hier blieb er auch in den übrigen Situationen erfolglos. Der Beginn der zweiten Halbzeit verlief recht abwechslungsreich. Die Chance von Bickel in der 54. Minute täuscht aber darüber hinweg, dass doch Ibe das spielbestimmende Team war. Es brauchte viele Abwehrbeine, einen sehr guten Torhüter und einiges Glück, dass es bei der 2:1 Führung Zürichs blieb. Diese Szene endete schließlich mit einer Offside-Stellung. Die größte Chance des Spiels hatten dennoch die Zürcher. Nach einem Absatztrick Linford war Kundert Mutterseelen alleine und verpasste die Entscheidung. Ibe versuchte Druck zu machen. Der Sturmlauf von Jajciner wurde von Stobs Bein aber jäh gebremst. Jajciner verletzte sich, konnte aber nachher weiterspielen. Was schwerwiegender war, Stob war bereits verwarnt, er erhielt auch für diese Aktion die gelbe Karte, gleichbedeutend mit einem Platzverweis. Die Zürcher nur noch mit 10 Spielern. Zwei Minuten nach diesem Ausschluss der nächste Angriff der Young Boys. Jetzt hatten sie natürlich noch mehr Raum. Nilsson, Fredriksen in der Mitte verpasst, aber Zuchti war zur Stelle. In der 67. Minute der Ausgleich verdient. Der FC Zürich wollte jetzt natürlich wenigstens diesen einen Punkt retten. 100 hätte nach diesem Fehler von Torhüter Kobel dennoch beinahe noch einmal profitieren können und ein Tor schießen können. Auch 7 Minuten vor Schluss stand es immer noch 2:2. Die Young Boys mehrheitlich im Angriff. Bauer, er kam für den verletzten Holmquist ins Spiel. René Sutter, 3:2, das Siegestor für die Berner. Zwei wichtige Punkte für Ibe im Kampf um den Strich. Für den FC Zürich bleibt einmal mehr die Tatsache bestehen, dass sie vor allem bei Freistößen gefährlich waren. Sie verlieren 2:3.